Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Und so wiederholt sich das Trauerspiel. Willkommen bei The Binding of Isaac Rebirth mit mir, dem Hyde. Hallöchen! Wir beginnen mit Version 1.01, was mir auch gleich meinen Spielstand gelöscht hat. Also, das war der Patch, der jetzt rausgekommen ist und hat mir meinen Spielstand gelöscht, bla bla bla. Egal. The Binding of Isaac Rebirth ist das Remake von The Binding of Isaac, wer hätte gedacht. The Binding of Isaac, also das Original, war noch in Flash programmiert. Das ist jetzt normal programmiert als normales Programm. Läuft hoffentlich jetzt auch flüssiger. Es läuft flüssiger, es läuft stabiler, ruckelfrei bisher bei mir. Und das ist schon mal ein Vorteil, auf jeden Fall. Nachteil ist natürlich jetzt die Pixeloptik, die jetzt neu ist. Vorher war es handgezeichnet im Original, was sehr schick war. Jetzt ist halt Pixeloptik. Menü fällt sehr schlimm aus, die Pixeloptik. Ich finde es schrecklich, ehrlich gesagt. Ins Spiel kann man machen. Ich habe mich dran gewöhnt und finde es mittlerweile auch relativ gut. Besonders mit den Lichteffekten und den Partikeffekten wirkt sehr stimmig. Was noch neu ist, sind halt jetzt hier die Spielstände, die man anlegen kann. Ist wie bei Zelda fast, nur dass man keinen Namen angeben muss. Wir nehmen natürlich Save State 1. Wie gesagt, hat mir mein Spielstand gelöscht, der Patch. Und deswegen fangen wir nochmal von vorne an. Oder ich fange nochmal von vorne an. Gegen diesen Pixel-Look kann man was machen. Und zwar kann man diesen ganz, ganz tollen Filter anmachen, der alles matschig macht. Deswegen lässt man ihn aus. Was noch dieses Spiel mitbringt, also das Remake, ist eine Controller-Unterstützung. Hier, Input, Controller, kann man frei einstellen alles, außer die Starttaste, die kann man nicht frei einstellen, die bleibt die Starttaste. Gab es halt früher nicht die Controller-Unterstützung, da braucht man ein extra Programm wie X-Padder zum Beispiel, was man dann im Hintergrund laufen ließ, um das mit Controller spielen zu können. Ja, ansonsten alles bei den Alten. Es gibt wieder die Challenges. Es gibt jetzt mehr Challenges. Es gibt allgemein mehr Content. Mehr Items, mehr Bosse, mehr Gegner, mehr Räume. Mehr unterschiedliche Sachen. Und es gibt mehr Charaktere. Isaac kennt man ja schon. Dann gibt es Magdalene, Cain, Judas und Eve und Samson. Das sind die alten Charaktere. Neu dazu gekommen sind Azazel, Lazarus und Eden. Die alle müssen wir noch freispielen. Außerdem gibt es noch Charaktere, die wir jetzt hier nicht sehen, die geheim sind und wo man auch nicht sehen kann, was man für die machen muss, um die freizuspielen.
Also das Blue Baby gibt es immer noch, das ist nur noch nicht sichtbar. Außerdem gibt es Schwierigkeitsgrade wie normal und hart. Ich werde sofort auf hart spielen. Und es gibt Press Tab to Input a Seed. Es gibt Seeds, man kann Seeds eingeben, um immer wieder die gleichen Ebenen zu haben. Also um bestimmte Ebenen zu wiederholen, um für Speedruns oder so oder zum Trainieren, weiß der Geier. Wofür? Es gibt aber auch für die Seeds bestimmte Sheets, die man eingeben kann, wodurch man halt Cheats eingibt oder bestimmte Effekte aktivieren kann. Zum Beispiel gibt es einen Effekt, wo man dann halt ganze Zeit kackt, wenn man läuft. Also der Charakter hinterlässt ganze Zeit Häufchen oder man hat einen bestimmten Videofilter, der dann halt das Spiel aussehen lässt, als ob man das an einem Arcade-Automaten spielt. Oder. Wir fangen einfach mal an. Wir nehmen natürlich Isaac, weil wir den als einzigen spielen können. Los geht's. Übrigens, wenn man da auf Tab drückt, muss man aufpassen. Also wenn man diesen Seed eingeben will, muss man aufpassen, dass man nicht die Tastatur von Logitech hat, nämlich die Tastatur G110, weil das Spiel hat ein Problem mit dieser Tastatur. Es blockt gerne die Tastatur oder beziehungsweise die Tastatur reagiert dann nicht mehr. Muss man aufpassen, das ist ein bekannter Bug. Auf Reddit gibt's da Abhilfe. Man muss irgendwie was umstellen, habe ich gerade eben gemacht, damit das nicht passieren kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich jetzt nicht mehr passiert. Es hat mir meine erste Aufnahme, wir legen gleich los. Es hat mir meine erste Aufnahme von meinem ersten Run leider zerschossen deswegen. Also mein Aufnahmeprogramm, was ich benutze MSI Afterburner, funktioniert so, wenn ich die Aufnahme nicht richtig beende, dann geht die Aufnahme kaputt. Und ich konnte sie halt nicht mehr richtig beenden. Und wenn man dann halt das Spiel schließt, statt das Spiel richtig die Aufnahme richtig zu beenden, ist halt die Aufnahme kaputt. Und was mich sehr geärgert hat, weil das sehr spannend war und die ganzen neuen Eindrücke und Überraschungen, die haben mich dann halt schon, die hätte ich schon gern gehabt. Und das Item kenne ich schon. Also wir sind jetzt hier in einem Schatzraum und das Trinket da unten kenne ich auch schon. Das unten ist ein Trinket, das zusammen mit meinem Petrified Poop erhöht, glaube ich, die Glücksrate, also the Luck Rate, wodurch wir mehr Glück haben, dass Sachen spawnen oder gedroppt werden von Gegnern. Und das Item, Iron Bar Conclusive Tears. Wir haben da jetzt was im Kopf. Das Spiel ist sehr makaber und nicht gerade political correct. Ja, hier Kacke abschießen, habt ihr ja gerade gesehen, da kann ab und zu Zeug drin sein. Also der Haufen, der ist gern mal, also das Trinket, was wir gerade eingesammelt haben, ist gern mal in diesen Haufen drin. Deswegen ist es auch ein Scheißhaufen, den wir da eingesammelt haben. Ansonsten können da auch gern mal Münzen drin sein oder Schlüssel oder Bomben. Es ist ein bisschen an Zelda angelehnt, sieht man ja. Also an Zelda A Link to the Past hauptsächlich. Sieht man ja. Ansonsten ist es ein Top-Down-Shooter. Ein Road-like Top-Down-Adventure-Shooter, wenn man es genau nimmt. Ja, man spielt halt hier in Isaac, dann schießt man Tränen. Und ich bin jetzt schon aus der Puste mit den Reden und mein Mund wird trocken, weil ich ganze Zeit laber. Und hier, man kann hier Pixel fliegen. Man kann diese Partikel fliegen, abschießen. Ich trinke mal einen kurzen Schluck. Meine Fresse. Der Anfang ist immer ein bisschen erkläre-lastig, wenn man ein Projekt anfängt. Ah. Lecker Ginger Ale. So, jetzt geht's besser. Ja, hier die Partikel fliegen, kann man abschießen, die bringen einen nur nichts, also bringt einen nichts, wenn man die abschießt. Das sind noch nicht die Gegner. Wir hoffen jetzt mal die ersten Gegner zu sehen. Ist natürlich gleich ein Miniboss. Glutonie, einer der 7 Todsünden. Der droppt gern mal ein Item. Unser Item, was wir da mal gerade eben eingesammelt haben, also dieser Metallbarren, der hat den Effekt, dass wir ab und zu mal Konfusionstränen schießen, wodurch die Gegner verwirrt werden. Und ja, dann wissen sie nicht ganz, was sie tun. Und wir haben ein Silberherz eingesammelt. Das ist ein temporäres Herz. Ich kann ja mal ein bisschen auf die Herzen eingehen und so. Oben links sehen wir oben die Herzleiste. Die roten Herzen sind unsere Herzcontainer. Die können wir immer wieder auffüllen. Das silberne Herz ist ein temporäres Herz. Wenn wir das verlieren, können wir es nicht wieder auffüllen.
Dann sehen wir da noch die Münzanzeige, die Bombenanzeige und die Schlüsselanzeige und das Pentagramm da unten. Drunter ist die Anzeige, dass wir auf Hard spielen. Unten ist die Anzeige für die Trinkets und oben rechts ist dann noch die Karte. Mit Select können wir die Karte aufrufen. Wenn wir Select gedrückt halten, können wir uns die Zeit auch noch anzeigen lassen und in welcher Ebene wir sind. Und wenn wir nur kurz Select drücken, können wir die Karte vergrößern und ganze Zeit groß anzeigen lassen. Und die Zeit dann auch. Das stört nur, deswegen machen wir es wieder weg. Bla 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 bla. Und die Spinne ist verwirrt, deswegen läufst du von mir weg. Oder taumelt hin und her. Ansonsten sind das hier neue Gegner. Die gab es nicht in Vorgängern. Das sind die Schädelspinnen. Die sind auch ein bisschen verwirrt. Die können springen und krabbeln. Ansonsten konnten die ja nur krabbeln. Die Spinnen früher. Oh nein, es ist... Blöder Penner. Das ist ein Champion. Und die blöden Spinnenspawner. Spinnenspawner. Die Spinnen spawnen. Wiederum. Das hätte hier jetzt alles mit Spinnen voll sein können. Hätten die Spinnenspawner Spinnen gespawnt. Wirbelwirbel ist zungenbrechermäßig hier. Die sind auch neu. Das sind die neuen Spuckwürmer. Ich nenne die einfach so. Ich weiß nicht, wie die richtig heißen. Ich muss das Spiel erst einmal richtig durchspielen, damit man die Namen von den Viechern mal gezeigt bekommt. Damit man mal die richtigen Credits sieht. Ich habe es auch noch nicht durchgespielt. Dafür ist das halt noch nicht lange genug draußen und ich habe es noch nicht lange genug gesuchtet. Bla bla bla, das sind alte Gegner. Und darunter ist ein Champion, ein grüner Champion. Die Champions haben jetzt alle irgendwelche Effekte. Oder manchmal Effekte. Grüne Champions, dunkelgrüne Champions haben den Effekt, dass sie explodieren, wenn man sie tötet. Dunkelblaue, die machen dann halt eine Blutfontäne, in einer Blutfontäne zerspratzen. Und. Die sind neu. Keine Ahnung, was die darstellen sollen. Die haben eine Fettabsaugung hinter sich und das ist noch nicht verheilt oder so. Weiß ich nicht. Hier der Stein mit der Bombe drin, der ist auch neu. Wenn man den sprengt, explodiert dieser Stein und macht nochmal einen größeren Explosionsradius. Da oben ist eine Pille, an die wir nicht rankommen. Müssen wir sprengen. Ich möchte aber die Bombe jetzt nicht dafür verschwenden. So, zum Boss. Unser erster Boss ist The Duke of Flies. Den hatte ich noch gar nicht. Und er sieht so aus, als ob er sogar ein Champion wäre. Nee, ist er nicht. Ist er ein Champion? Ich weiß es nicht. Er sieht eingefärbt aus. Ich hatte ihn noch nicht. Er wird kein Champion sein. Er ist einfach nur ein normaler Duke of Flies. Ansonsten hätte er irgendwelche anderen Fliegen gespawnt. Ich weiß es nicht. Hier Agro-Fliegen, rote Agro-Fliegen. Es gibt schwarze Fliegen, die sind ziemlich passiv. Die darf man einfach nur nicht berühren. Die Agro-Fliegen, die fliegen dann auf einen zu. Das sind größere Agro-Fliegen, die er spawnen kann. Die er auch als Schutzschild dann verwendet. Und die Fliege habe ich verwirrt. Und dich will ich auch mal endlich töten. Dankeschön. So, die roten Agro-Fliegen. Die großen roten Agro-Fliegen halten ein bisschen mehr aus. Und unser Item ist Moms Unterwäsche. Range Up ist jetzt nicht gerade das tollste Item, kann man machen, ist aber eigentlich kein Item, was man sich unbedingt wünscht. So, jetzt haben wir noch eine Option, die wir hier machen können. Wir können nach dem Geheimraum suchen. Und der Geheimraum hat so eine Regel. Der ist meistens von drei Räumen umschlossen. Und zwar haben wir jetzt hier die Möglichkeit, nebenan könnte der sein oder da. Er ist meistens neben dem Shop, also lege ich jetzt da eine Bombe. Wir haben zwei Bomben. Wenn ich daneben liege, was ich nicht tat, hätte ich jetzt auf der anderen Seite versucht. So, wir sind im Geheimraum. Mann, das ist der Anfang, die erste Folge oder die erste Aufnahme ist immer total erklärlastig. Das ist irgendwie nervig. Man ist nur an Sabbeln über irgendeinen Scheiß. Ja, in diesen Geheimräumen können oft Münzen drin sein oder manchmal Items besondere. Manchmal sind irgendwelche Automaten drin, manchmal ist ja auch ein Gegner drin. Und die Typen natürlich. Irgendwelche gestrandeten Leute. Und die Kohlensäure kam mir gerade hoch. Ein bisschen. Und jetzt habe ich Sodbrennen. Igitt.
Scheiße. Das kommt von vielen Sabbeln. Wenn man gerade was getrunken hat und dann danach viel sabbelt, dann passiert das gern mal. Dass ein bisschen, Sod brennt und so. Ihr habt immer noch die gleichen scheiß Träume, nur dass sie jetzt pixelig sind und dadurch noch beschissener aussehen. Obwohl, früher sahen diese Träume echt cool aus. Und da oben können wir leider nicht rein. Das ist Boss-Challenge-Raum. Mann, ich komme von ein Thema zum anderen. Das wird zukünftig nicht mehr so sein. Das oben ist ein Boss-Challenge-Raum. Da können wir nie... Jetzt überschlägt sich meine Stimme. Meine Zunge. Blablabla. Das da oben ist ein Boss-Challenge-Raum. Da können wir nur rein, wenn wir nur ein Herz haben. Wir haben gerade 3. Heißt, wir müssten Schaden nehmen, um da reinzukommen. Was wir auch gleich noch nehmen. Nein, ich konnte es verhindern. Schwein gehabt. Obwohl ich da schon gern reingehen würde. Aber erst, wenn ich weiß, dass ich auch wieder Herzen kriege. Wenn ich da wieder rauskomme. Habe ich... Nee, da waren wir auch noch nicht drin. Das ist ein Blutzollraum, beziehungsweise ich nenne ihn so, weil wir Blut zollen müssen. Also Blut oder Schaden nehmen müssen, um da reinzukommen. Deswegen nenne ich ihn Blutzollraum. Also man nimmt ein halbes Herz Schaden, wenn man da reingeht. Und natürlich auch wieder, wenn man da rausgeht. Außer man kann fliegen, dann nimmt man nur einmal Schaden. Also ein halbes Herz. Bla bla bla. Mehr aufs Spiel konzentrieren, statt aufs Erklären. Wäre auch gut. Ich habe leider keinen Schlüssel, um da reinzukommen. In der ersten Ebene ist der Goldraum oder der Schatzraum nicht versperrt, aber ab der zweiten Ebene ist der immer versperrt. Deswegen braucht man einen Schlüssel und ich habe leider keinen. Und ich hoffe mal, dass der Champion da gerade gleich droppt. Es ist ein grüner Champion, deswegen hat er so eine giftige Spur oder so eine Giftspur, die, wenn man reintritt, einen Schaden zufügt. Er kann sich ein Glück nicht bewegen, also diese Art Gegner kann sich nicht bewegen, wodurch das ihm gar nichts gebracht hat, dass er diese Giftspur hat. Und das ist ein Kamikaze-Typi. Ja, ich konnte ihn leider nicht dazu nutzen, um vielleicht einen Geheimraum freizuspringen. Ja, die Pockenviecher. Es gibt jetzt Spinnenpockenviecher, früher gab es nur Fliegenpockenviecher, soweit ich mich noch erinnere. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die eine Spinnenvariante hatten. Und ja, Spinnen sind eklig, die haben so ein beschissenes Bewegungsmuster. Und ja, da war eine Springspinne. Und ein Schlüssel! Wir gehen zurück zum Schatzraum. Ich möchte ein gutes Item. Gib mir ein gutes Item. Und wir kriegen das Robo-Baby. Friend Hill the Boobs. Was? Okay, Freunde erzählen von Boobs oder Bobs. Oh, ich sehe da einen blauen Stein. Blaue Steine sind halt, naja, früher waren sie ziemlich blau im Gegensatz zu den anderen Steinen. Jetzt sind sie nicht mehr ganz so sehr eingefärbt. Dafür haben sie jetzt, sind sie mit einem X gekennzeichnet. Man sieht da so ein kleines X. Und wenn man diese sprengt, was ich auch tue, können da Sachen rauskommen. Wie zum Beispiel Silberherzen, Kisten, Schlüssel oder ein spezielles Item, was man aber erst freispielen muss. Oder beziehungsweise in Original freispielen musste. Da haben wir eine Kiste, da kann Zeug drin sein, Feuer ausschießen kann Zeug drin sein. Kann überall, was man ausschießen kann oder kaputt schießen kann. Da haben wir ein Silberherz. Einen weiteren Schlüssel, sehr gut, sind wir geschützt. Für die nächsten Dinger. Mist, das hätte ich vielleicht noch nicht einsammeln sollen, sondern hätte Schaden nehmen sollen. Ach, scheiße. Hätte ich vielleicht in den Dingsraum gekonnt. Oh, eine große Stalker-Spinne, die auch Sachen spawnen kann. Okay. Da kommen wir schon zum Boss. Wir haben 3 Bomben. Wir könnten nochmal den Geheimraum suchen. Neu! Hier ist wieder mal was Neues. Es gibt jetzt größere Räume. Die gab es früher nicht. Früher waren die halt wirklich nur ein Bildschirm groß. Jetzt gibt es halt diese 2 Bildschirm großen Räume oder auch 4 Bildschirm große Räume. Die sind halt neu und ab und zu ist hier auch mal
sind besonders viele Gegner drin oder manchmal mehrere Bosse oder irgendwelche fiesen Mechanismen, die einen zu Weißglut bringen. Oder. Ich glaube, hier war nichts. Ich versuch's mal da. Da hätten wir noch eine Münze, da hätten wir eine Bombe, die wir freispringen könnten, aber wozu? Wozu eine Bombe ausgeben, wenn man nur eine Bombe dafür kriegt? So, wir legen da mal eine Bombe. Da ist ja nicht, dann ist er doch da. Wir haben noch zwei Bomben. Ich hoffe mal, der ist doch da und die Explosion hat einfach nur nicht gereicht. Nein, da ist er auch nicht. Dann ist er hoffentlich hier. Nein, ist er auch nicht. Verdammte Scheiße. Okay, ich mach jetzt den Boss platt. Mach ich das jetzt? Ja, ich mach das jetzt. Ist es Monstro, ein Standardboss. Also, den gab's auch früher. Der ist immer noch gleich. Der hat immer noch so ein zutrauliches Gesicht, wenn er ihn einspringen möchte. Da. Der lächelt da kurz. Das Robo-Baby ist ganz nett, macht relativ gut Schaden. Und hat auch so einen sogenannten Piercing-Effekt. Heißt, er kann durch Gegner durchschießen und kann dadurch mehrere Gegner gleichzeitig treffen. Was wir ja nicht können. Und da ist er tot. Monsters have appeared in the basement. Basement Wall archived. Weil ich keinen Schaden genommen habe. Pentagramm, Damage up. Machen wir mehr Schaden. Und da oben ist ein Teufelraum. Da gehen wir gleich rein. Und wir könnten jetzt ein Herz opfern, also einen Herzcontainer opfern, um ein Item zu bekommen, was ich auch mache, weil das, wie kenne ich schon, Rotten Baby, Infected Friend, der spawnt halt Fliegen, wenn er schießt. Hat den sogenannten Mulligan-Effekt. Und diese Fliegen sind schon sehr, sehr stark. Also, die haben schon ordentlich Kraft hinter. Nee, scheiße, da gehe ich jetzt nicht rein. Ich lasse es mir aufmachen. Nee, ist zu gefährlich. Ich lasse es. Wir sehen schon sehr skurril aus. Moment. Irgendwie erinnert mich das, hier. Juden haben doch, wenn sie irgendwie zum speziellen Gebet gehen, die haben doch so einen Stein, die sie sich an den Kopf schneiden. Irgendwie erinnert mich das gerade daran. Aber das ist es nicht. Außerdem haben wir Turner und das... Nein. Habe ich schon erwähnt, dass das Spiel ziemlich unsozial kritisch ist? Oder alles andere als... Politik korrekt. Nicht korrekt. Was ist das? Ist das ein Eimer Pisse? Thunderstyle und HP, Speed, keine Ahnung. Ich konnte nicht alles lesen. Das ist zu schnell immer weg, finde ich. Aber das muss so schnell wieder weg sein, damit man in Ruhe spielen kann. Damit ein der Bildschirm nicht versperrt wird. Ja, Goblins, die muss man zweimal töten. Ansonsten erwecken sie sich wieder zum Leben. Und da ist die Fliege und hat den Dings getötet. Und da war wieder... Die Fliegen sind stark und sind zielsuchend. Die sind sehr gut. So. Oh nein, nicht die Scheißviecher. Scheiß Wandspind. Die gibt es in drei Ausführungen. Einmal als, wie gerade eben gesehen, die drei Tränen nach vorne schießen. Dann gibt es welche, die drei Tränen oder drei Tropfen gesplittet schießen. Also so ein Fächerschuss. Und dann gibt es noch die Laserspinnen. Die sind scheiße. Am meisten hasse ich aber die in Fächerschüsse machen. Weil man den am schwersten ausweichen kann. Ein Laser kann man immer noch am besten ausweichen. Weil man einfach nur zur Seite gehen muss. Hier, Robo Baby, mach mal die platt. Oder Fliegen. Rotten Baby, macht das. Sehr gut. So, eine Pille. Eine Pille. Die gibt es in verschiedenen Farben. Die Farben sagen aber nicht den Effekt. Die Effekte ändern sich jedes Mal, wenn man ein Spiel neu beginnt.
Also die Farben verändern sich pro Effekt denn auch und so, bla bla bla. Und man weiß vorher nicht den Effekt. Wenn man den Effekt dann aber weiß, dann merkt sich, kann man sich die Effekte an der Farbe merken. Steht aber auch denn da. Wir versuchen mal die Pille aus. Eine Telepille. Und wir landen im Shop. Sehr gut. Braucht man dafür keinen Schlüssel ausgeben. Und da oben ist eine Donation Machine, womit man irgendwelche Sachen freispielen kann. Wenn man da halt spendet. Wo sind wir eigentlich gelandet? Wir sind ein bisschen weit von Schuss. Ich habe leider kein Geld. Ansonsten würde ich das hier kaufen. Das ist ein Rabattcoupon, wodurch denn alle Sachen nur noch maximal 7 kosten. Also alle richtigen Items. Also ein Steam Seal wird da genannt. Oh, das ist gefährlich. Das sind die explodierenden Scheißteile. Und da ist noch meine Telepille. Die nehme ich natürlich mit, weil die kann man gut gebrauchen. Weil es gibt die Chance, dass man in dem I Am Error Room kommt. Das ist ein spezieller Raum, in dem man nur kommt, indem man rein teleportiert wird. Oh, Rainbow Shit. Rainbow Shit. Ich weiß nicht, was diese Rainbow Shit macht. Es erscheint ein Regenbogen und ich vermute mal, dass die Glücksrate erhöht wird. Für die Ebene oder so. Ich weiß es nicht. Und jetzt hier wieder ein altes Item. Ein benutzbares Item. Wenn man dieses benutzt, kriege ich Pillen. Und das muss ich aufladen. Ich muss das 6-mal aufladen, damit ich es wieder benutzen kann. Und es gibt mir halt Pillen. Und jetzt versuchen wir mal diese weiß-blaue. Health down. Ich habe einen Herzcontainer verloren. So eine Scheiße. Heißt, ich werde diese weiß-blaue Pille nie wieder benutzen. Und hier haben wir Kackis. Kleine Kacklinge. Oder Scheißerlinge. Kleine Scheißer. Die sind ungefährlich. Die sind, glaube ich, mit der die ungefährlichsten Gegner im Spiel neben den schwarzen Fliegen. Den kleinen schwarzen Fliegen. Schön die Scheiße kaputtballern, sieht man ja, man kriegt Zeug und da ist die besagte Health Down Pille, die ich nie wieder benutzen werde. Die brauche ich nicht, die will ich nicht. Und in diesem Raum hat sich, also nachdem wir diesen Raum geklärt haben von Gegnern, hat sich unser Item um 1 aufgefüllt. Oh, hier haben wir einen Boss, den wir mal so in der Wildbahn treffen. Das ist ein schwacher Boss, deswegen taucht der auch ab und zu mal so in Räumen auf. Und ich habe mir leider mein Silberherz abluchsen lassen von ihm. Bosse haben die Angewohnheit, ein ganzes Schaden zu machen, einen ganzen Schaden. Bla bla bla. Und oh, die Fledermäuse sind gefährlich, die chargen auf einen zu. Und die Bombenfliegen sind natürlich auch gefährlich, weil die explodieren und... Ja. Ich krieg ein Glück ein Silberherz. Und da liegt noch ein Herz rum, was ich einsammeln werde. Heißt, alles okay. So, wir könnten jetzt hier nicht dran, weil es keinen Weg zu Fuß gibt. Aber Explosionen können Steine zerstören und diese Steine können je nach Richtung Brücken erschaffen, Wege erschaffen. Da haben wir jetzt einen Weg, muss man darauf achten, dass man das richtig in die richtige Richtung sprengt. So kann man das denn auch, so kann man Wege schaffen. Hier sind kleine Käfer auf dem Boden. Oder Fliegen. Oder Motten, die man abschießen kann. Bringt einen nur nicht viel. Oder gar nichts eigentlich. So, wieder Pockenviecher. Ihr müsst sterben, weil ihr mir im Weg seid. Und du auch weg. 2 Bomben. Hervorragend. Hier gibt es viele Möglichkeiten, wo der Geheimraum sein kann. Wir sehen allein schon 4 Möglichkeiten, wo der sein kann. Feuer aus. Spinnenspawnies. Ich hasse diese dicken Spinnen. Wenn man die tötet, kommen 2 kleine raus. Und noch ein Schlüssel. Hervorragend. Also ich glaube mal nicht, dass links oder rechts der Geheimraum ist. Ich glaube, wenn, dann ist der hier oben oder links oben. Mal gucken. Wir suchen erstmal noch weiter den Shop. Weil der lohnt sich jetzt. Ach nee, wir waren schon im Shop drin.
Da an die Bombe können wir nicht ran. Doch, könnten wir schon, wenn wir über die Stachel laufen, aber dann nehmen wir Schaden. Und ich möchte keinen Schaden nehmen. Wir können zum Shop. Wir waren ja schon drin. Habe ich ganz vergessen. Wir wurden ja reingeteleportiert. Meins. So, 15 Münzen weniger. Dafür kostet alles jetzt nur noch die Hälfte. 40% auf alles. Und da sind die Fächerspinnen, die ich erwähnt hatte. Ein Glück sind meine Fliegen stark. Und ich habe ja ein Glück, mein Robo-Baby, was auch ziemliche Reichweite hat. Und die haben nicht genug Reichweite, um mich zu treffen. Ist halt, wenn die halt da zu dritt auf einer Seite sind, dann muss man denen erstmal ausweichen können. Die Scheißviechern. So, das war gerade ein kleiner Flitzekacke, nenne ich die gern. Die größten Kackviecher. Weil die einen anschargen. Deswegen halt Flitzekacke. Passt halt. War meine erste Assoziierung mit den Viechern. Flitzekacke! Hier ist leider nichts. Vom Wert. Und hier ein paar Hopper. Ein roter Hopper. Ein herzroter Hopper. Die lassen Herzen fallen. Und ansonsten haben wir hier alles. Oh, was? Was ist gerade passiert? Warum ist das da kaputt gegangen? Ah. Ich muss aufpassen, mit was ich meine... Okay, Fliegen können diese Pilze kaputt machen und ab und zu können die Schaden machen, also kleine Giftwolken. Das ist ja übel. Wusste ich noch gar nicht. Okay, ich lerne auch noch neue Sachen dazu. Wir versuchen jetzt, den Geheimraum wiederzufinden, denn... Da ist er nicht, dann versuche ich es mal da. Da ist er auch nicht. Last try. Ich hoffe, der ist hier. Ansonsten habe ich wieder 3 Bomben verschwendet. Nein, ja, ist richtig. Und hier gibt es nur 3 Münzen. Ganz toll. Hätte ruhig mal ein Item sein können. Oh nö, war es nicht. Heißt, im Prinzip habe ich Bomben verschwendet. 3 Münzen sind nicht so viel wert wie eine Bombe. Obwohl ich könnte eine... Moment, im Shop war doch noch eine Bombe, oder? Oder habe ich mich verguckt? Ja, die können wir kaufen. Ich kaufe auch gleich hier alles. Hier. Ach ja, wir können jetzt auch mal wieder unsere Pillen-Dings da nutzen, um eine Pille zu bekommen, um zu gucken, was die macht. Ja, wir haben auch Health-Up-Pillen. Sehr gut. Die nehme ich natürlich gern mit. Moment, ich habe meine Teleporter-Pille vergessen. Die will ich nach dem Boss benutzen. Ich möchte in den I Am Error Room rein. Falls es den noch gibt. Ich weiß nicht, ob sie den vielleicht sogar entfernt haben. Ist eine Anlehnung an Zelda. Dieser I Am Error Room. Da gibt es halt Items for free. Und wenn man in ihm landet, dann beendet man danach auch gleich die Ebene. Deswegen macht man das am besten, nachdem man den Boss getötet hat und die Ebene fertig hat. Um maximal Zeug zu bekommen. Und da ist er tot. The Magic Mushroom are Stats up. Wir sind ein bisschen größer geworden und stärker. Und allgemein sind unsere Stats nach oben gegangen. Wir haben ordentlich Feuerkraft. Ist schon mal gut. Und jetzt Telepille. Okay, wir sind leider nicht in I Am Error Room gekommen. Ist halt eine niedrige Wahrscheinlichkeit, aber das sollte man schon nutzen. Ansonsten fallen hier jetzt natürlich Laufwege an. So. Da sind wir wieder. Mach mal Luke auf hier. Und nach unten.